Hallo, heute wollte ich euch gerne 3,5 Bücher zeigen, passend zum heutigen Tag, dem Internationalen Weltfrauentag. Es sind alles Bücher, die man sehr schnell lesen kann und Bücher, die meiner Meinung nach sehr lesenswert sind. Das erste Buch ist Liebe Ijeawele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden, von Chimamanda Ngozi Adichie. Eine Freundin Chimamandas hat gerade eine Tochter auf die Welt gebracht und fragt sie nun, um Rat, wie sie ihre Tochter ohne die alten Rollenbilder zu einer selbstbestimmten Frau erziehen kann. Chimamanda schreibt ihrer Freundin daraufhin einen Brief, den wir hier auch lesen, mit insgesamt 15 Vorschlägen. Das Schöne an diesem Buch ist, finde ich, dass es nicht nur Erziehungsratschläge sind, sondern es sind Themen, die in jedem Alter gelesen, besprochen und überdacht werden können und sollten. Wenn man sich schon sehr stark mit diesem Thema, also der Gleichstellung, den Geschlechterrollen, den Vorurteilen, der Erziehung von Jungen und Mädchen, den alten Konventionen und so weiter beschäftigt hat, dann wird man vielleicht nicht allzu viel Neues in diesem Buch entdecken. Nichtsdestotrotz, so oder so, ist dieses Buch, finde ich, sehr lesenswert, denn Chimamanda schreibt einfach wirklich richtig, richtig gut. Sie kommt direkt auf den Punkt, sie kann sich ganz klar ausdrücken, wird dabei nicht weitschweifig und mindestens genauso wichtig, sie wird nie belehrend. Außerdem ist dieser Brief oder dieses Buch alles andere als trocken, ganz im Gegenteil. Man kann die Stärke von Chimamandas Worten wirklich genießen. Sie bringt ganz klare, nachvollziehbare und gute Argumente. Sie bringt außerdem noch einige Beispiele aus ihrem eigenen Leben auch ein, was die ganze Sache natürlich auch nochmal ein bisschen aufpeppt und auch nochmal wunderschön verdeutlicht. Und ich erwähne noch einmal, dass sie hier wirklich deutlich macht, dass das alles nur Vorschläge sind und dass jeder nur das für sich herausziehen soll, was er oder sie möchte. Und das gefiel mir auch sehr gut. Ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch für wirklich jeden. Das nächste Buch ist ein englisches und zwar The Problem That Has No Name von Betty Friedan. Dieses Büchlein beinhaltet zwei Texte aus ihrem Buch The Feminine Mystique aus dem Jahre 1963. Ich meine, dass dieses Buch in deutscher Übersetzung nur noch antiquarisch erhältlich ist. Ich packe euch aber alles, was ich dazu finde, auch unten in die Infobox. Der erste Text in diesem Buch ist titelgebend, Das Problem ohne Namen. Es geht um die Frauen in den USA in den 50er Jahren, die durch die Medien, die Gesellschaft und verschiedene äußere Einflüsse einer idealisierten weiblichen Rolle nachrannten. Das heißt, sie legten nicht sehr viel Wert auf ihre Bildung, auf ihre Karriere oder gar auf ihre Meinung, ganz im Gegenteil. Ihr größtes Ziel war es, zu heiraten, Kinder zu kriegen, sich um Familie und Heim zu kümmern und ihre Belange auch immer an erste Stelle zu setzen. Und dieser Aufgabe sind sie wortwörtlich mit einer Selbstaufgabe nachgegangen, bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich trauten, es endlich auszusprechen, das Problem ohne Namen. Das äußerte sich bei diesen Frauen dann später nämlich durch eine Unzufriedenheit und durch eine Leere, die sie verspürten. Im schlimmsten Fall sogar durch die Zweifel an sich selbst oder gar durch den Verlust an der Lebensfreude und an ihrer Identität. So gesehen ist das natürlich ein großer Rückschritt seit Anfang der Frauenbewegung gewesen. Betty Friedan schreibt in diesem Text, wie Frauen sich fühlten. Sie schreibt über ganz normale Frauen, sie befragt sie und sie lässt sich hier zu Wort kommen. Und sie beobachtet auch ganz genau die Reaktionen der Öffentlichkeit auf dieses Problem, das die Frauen in den 50er Jahren in den USA hatten. Ich finde, es bietet auch sehr guten Stoff für Diskussionen. Im zweiten Text wandern wir ungefähr 100 Jahre zurück, zu den Anfängen der Frauenbewegung in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts. Friedan beschreibt hier insbesondere das Leben und die Aktionen der Frauenrechtlerin Lucy Stone. Auch sehr interessant. Das nächste Buch ist eine Graphic Novel von Penelope Bagieu mit dem Titel Unerschrocken. Diese Graphic Novel beinhaltet 15 Porträts von bemerkenswerten Frauen, die ihren Weg gegangen sind. Das kann bedeuten, dass sie das Beste aus ihrer Situation und aus ihren Umständen gemacht haben, wie beispielsweise die Frau mit Bart. Oder aber es geht um Frauen, die für irgendetwas
kämpften, wie beispielsweise die drei Schwestern, genannt Las Mariposas, die gegen die Diktatur und Tyrannei Trujillos kämpften in der Dominikanischen Republik, um an dieser Stelle jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Es geht hier also in dieser Graphic Novel nicht ausschließlich um Heldinnen, die rebellierten und auf irgendeine Art und Weise an Kriegen und Kämpfen beteiligt waren, sondern es geht genauso sehr auch um Frauen, die den Mut hatten, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und nach ihren Vorstellungen zu leben. Nicht nur das war eine sehr gute Mischung, sondern auch, dass es hier auch um Frauen aus verschiedenen Ländern geht und auch, dass wir zeitlich immer wieder hin und her springen in verschiedene Jahrhunderte und auch Jahrtausende. Man bekommt also einen Einblick in das Leben der Frauen, denn die Biografien sind doch recht kurz, circa 3 bis 6 Seiten jeweils. Man stellt auch fest, dass Bagieu in dieser Graphic Novel Wert auf Humor legt. Humor ist natürlich immer eine absolute Geschmacksfrage und ich sage ganz ehrlich, dass es in dieser Graphic Novel meinen Geschmack, meinen persönlichen, nicht wirklich getroffen hat. Ich fand es aber nicht weiter schlimm. Es hat mich nicht gestört. Ich konnte ohne Probleme darüber hinwegsehen. Es sind meist auch kurze Sätze, eine Reaktion oder ein Gedanke einer Figur in der Geschichte. Warum mir diese Graphic Novel so gut gefiel, war, dass mir einige Frauen, die hier porträtiert werden, vorher völlig unbekannt waren. Und so hatte ich die Möglichkeit, danach noch über einige Personen etwas mehr in Erfahrung zu bringen. Natürlich hat mich nicht jede Lebensgeschichte gleichermaßen interessiert, aber ich wurde auf einige Frauen aufmerksam und hatte dann eben auch die Möglichkeit, mich noch etwas schlauer zu machen über ihr Leben. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das nächste Buch ähnelt ein bisschen der Graphic Novel, und zwar Red Women Worldwide. Es ist keine Graphic Novel, aber es gibt Illustrationen der hier porträtierten Frauen und dann im Anschluss folgt ein kurzer Text über das Leben dieser Frauen. Es handelt sich um Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem Sport, aus der Kunst, aus der Politik oder Frauen, die irgendetwas in ihrem Leben erreicht haben, was man Frauen seinerzeit nicht unbedingt zugetraut hat. Ich habe nicht alle Porträts durchgelesen, deswegen ist es nur eine halbe Empfehlung, aber das, was ich bisher gelesen habe, hat mir schon sehr, sehr gefallen und ich finde die Auswahl auch sehr gut und bin gespannt auf den Rest, der mich hier noch erwartet. Es ist ein englisches Buch, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Und um den Kreis zu schließen, finden wir in diesem Buch auch einen Text über Chimamanda Ngozi Adichie. Das war's für dieses Jahr. An dieser Stelle mache ich euch aber gerne auch nochmal aufmerksam auf mein Video, das ich letztes Jahr anlässlich des Weltfrauentages gedreht hatte. Es ging um 4 Bücher inklusive einer kurzen literarischen Zeitreise. Falls es euch interessiert, findet ihr die Links natürlich wie immer am Ende des Videos und auch unten in der Infobox. Lasst mich natürlich gerne wissen, ob ihr eines dieser Bücher oder ähnlich empfehlenswerte Bücher zu diesem Thema gelesen habt. Und wünsche euch allen einen wunderschönen und friedlichen Weltfrauentag. Macht's gut!